September. Samstag. Die Erwachsenen reden dauernd von der guten alten Zeit und behaupten, dass alles besser gewesen wäre, als sie Kinder waren. Ich denke, sie sind bloß neidisch auf meine Generation, weil wir die ganz tolle neue Technik haben, die es zu ihrer Zeit noch nicht gab. Neuerdings zieht Mom durch die Stadt und ruft alle dazu auf, ihre Handys und anderen elektronischen Geräte 48 Stunden lang nicht zu benutzen. Ausstöpseln, damit wir uns wieder verbinden. Legen wir unsere technischen Geräte für ein Wochenende zur Seite und lernen wir uns einander wieder kennen. Wer macht mit? Mom braucht 100 Unterschriften, damit sie beim Stadtrat eine Petition einreichen kann. Aber sie findet kaum jemanden, der ihren Aufruf unterschreibt. Ich verstehe sowieso nicht, wieso Mom unbedingt will, dass wir die Zeit zurückdrehen. Der Mensch hat sich weiterentwickelt. Heute brauchen wir eben Dinge wie elektrische Zahnbürsten, Einkaufszentren und Softeis zum Überleben. Heutzutage gibt es so viele Luxusartikel, die das Leben schöner machen. Feuchte Babytücher zum Beispiel. Aber wenn es nach Mom ginge, dann würden wir so leben wie damals, als es noch keine Computer, Handys und feuchte Babytücher gab. Früher ging es ja auch. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es wäre, in einer Welt ohne Babytücher leben zu müssen. Sonntag. Mom und ihr ständiges Gerede von dem elektronikfreien Wochenende sind schuld daran, dass ich mich sogar aufs neue Schuljahr gefreut habe. Aber gleich am ersten Tag wurde mir klar, dass Schule auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Es kommt mir so vor, als würde ich schon mein ganzes Leben lang auf die Mittelschule gehen. Ich brauchte irgendwas Neues, sonst würde ich noch verrückt. Deshalb habe ich mich freiwillig zum Hausaufgabenhelferprogramm gemeldet. Sei ein Kumpel. Hilf einem Grundschulkind bei den Hausaufgaben. Melde dich noch heute als Hausaufgabenhelfer. Letzte Woche habe ich meinen Hausaufgabenpartner kennengelernt. Er heißt Frew. Ich habe keine Ahnung, wieso er an dem Programm teilnimmt, denn er ist einer von den Leuten, die wissenschaftliche Zeitschriften und Lehrbücher zum Spaß lesen. Wie interessant. Als wir uns das erste Mal trafen, zeigte Frew mir seine Hausaufgaben. Er musste etwas ausmalen und fehlende Wörter ergänzen. Zeig mal her. Danke, ich brauche keine Hilfe. Aber kann ich mal deine Hausaufgaben sehen? Was? Zeig mal her. Okay. Ich hätte mindestens eine Stunde für meine Matheaufgaben gebraucht und zwei weitere für meinen Erdkundeaufsatz, den ich schreiben sollte. Aber Frew erledigte beides in nur 15 Minuten. So, das war's. Wahnsinn. Und er war nicht nur schnell, er war auch gut. Ich habe die Hausaufgaben am nächsten Tag abgegeben und als ich sie zurückbekam, hatte ich 2 Einsen. Weiter so, Greg. Zuerst hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir von einem Drittklässler helfen ließ. Aber dann sagte ich mir, dass Hausaufgabenpartner schließlich genau dafür da sind. Ja. Wenn Frew und ich uns jetzt treffen, gebe ich ihm einfach einen Stapel Hausaufgaben und lasse ihn machen. So wie ich das sehe, haben wir beide was davon. Ja. Das Einzige, was ich an Frew auszusetzen habe, ist, dass er manchmal zu hilfsbereit ist. Meine Hausaufgaben langweilen ihn, deshalb erfindet er Extraaufgaben, um sich herauszufordern. Neulich hat er einen Artikel geschrieben und ihn an meine normale Hausaufgabe geheftet, damit ich Zusatzpunkte bekomme. Die Detektion kommutativer Permeabilität in der Physik. Von Frew. Ach, zum Glück habe ich es noch rechtzeitig bemerkt. Von Greg Hafley. Zuerst war ich einfach nur froh, dass ich ein bisschen Hilfe bei meinen Hausaufgaben bekomme. Inzwischen finde ich, dass mir als Frews Entdecker eine gewisse Anerkennung zusteht, wenn er mal groß rauskommt. Herzlichen Glückwunsch, Frew, für den Nobelpreis in Physik. Was werden Sie mit dem ganzen Geld anstellen? Es gebührt alles meinem Entdecker und Förderer Greg Hafley. Er hat es nämlich verdient. Mittwoch. Als wäre es bei uns nicht schon voll genug, wohnt jetzt auch noch Opa bei uns. Das Rentnerparadies hat die Miete erhöht und jetzt kann Opa es sich nicht mehr leisten. Also hat Mom ihm angeboten, zu uns zu ziehen. Ich fand es sogar okay, dass Opa bei uns einzog, bis ich begriff, was das für mich bedeutete. Mom erlaubte ihm, sich ein Zimmer auszusuchen und natürlich wollte er meins. Das da. Was? Wieso? Nein. Gregory, sei nicht so egoistisch. Opa bekommt selbstverständlich dein Zimmer. Hä? Das bedeutete, dass ich mir einen anderen Schlafplatz suchen musste. Rodericks Zimmer schied aus. Da mir keine andere Wahl blieb, als bei Manny unterzuschlüpfen, blies ich meine Luftmatratze in seinem Zimmer auf. Aber bei Manny zu übernachten hat auch seine Nachteile. Mom, lies mir was vor. Aber natürlich, mein Schatz. Oh Mann,
Mom liest Manni jeden Abend eine richtig lange Gute-Nacht-Geschichte vor. In einem Loch im Boden? Da wohnte ein Hobbit. Ich glaube, Manni sucht sich absichtlich die dicksten Bücher aus, nur um mich zu ärgern. Mit vielen, vielen Haaren dran. Seit Opa bei uns wohnt, ist die Lage ein bisschen angespannt. Er ist nicht gerade damit einverstanden, wie Mom und Dad uns erziehen, auch wenn er es nie offen ausspricht. Mom versucht schon ewig, Manni endlich trocken zu bekommen, und sie experimentiert gerade mit etwas herum, das sie keine Hose nach dem Abendessen nennt. Und der Name sagt alles. Prima, Manni. Findest du das nicht ein wenig zu... Ja, prima. Freizügig? Ja. Yippie. Igitt. Moms Plan bei der ganzen Sache ist, sobald Manni mal muss, soll er ins Bad rennen. Aber stattdessen tanzt Manni den ganzen Abend unten ohne durchs Haus, bis er sich irgendwann hinter den Sessel im Wohnzimmer hockt und dort sein Geschäft verrichtet. Fertig. Abputzen. Was? Ich glaube nicht, dass Dad ein großer Fan von keine Hose nach dem Abendessen ist. Aber es ist ihm noch unangenehmer, dass Opa es jetzt mitbekommt. Am meisten scheint es Dad zu stören, wenn einer von uns Mom um etwas bittet, was wir eigentlich selbst können müssten. Gestern habe ich meine Mom gefragt, ob sie mir ein Mikrowellenburrito aufmachen kann. Denn ich habe mit diesen Plastikverpackungen so meine Schwierigkeiten. Da hat Dad mich richtig zur Schnecke gemacht. Wenn du mal mit 1000 Mikrowellenburritos auf einer einsamen Insel stranden würdest, müsstest du verhungern, weil du keine Ahnung hast, wie man die Verpackung öffnet. Das ist doch ziemlich unwahrscheinlich, dass ich mit 1000 Mikrowellenburritos auf einer einsamen Insel strande. Darum geht es doch gar nicht, Greg. Wenn du nicht lernst, wie man etwas selbst erledigt, dann kannst du in der Welt da draußen nicht überleben. Im Moment lauert Dad geradezu darauf, dass ich etwas vermassle. Heute Morgen habe ich vergessen, die Zahnpastatube wieder zuzuschrauben und Dad stürzte sich sofort auf mich. Aha! Schon wieder hast du die Tube nicht zugemacht. Ich fand nicht gerade, dass das eine große Sache war, aber Dad hielt mir einen langen Vortrag über kleine Dinge mit großen Folgen. Aber ich bin nicht der Einzige, an dem Dad dauernd etwas auszusetzen hat. In letzter Zeit kann auch Roderick ihm nichts recht machen. Immer wenn Roderick Benzin für seinen Kleinbus braucht, bittet er Mom um Geld. Aber neulich abends hat er das dummerweise vor Opa gemacht. Hey Mom, kannst du mir ein paar Dollar für Benzin geben? Zu meiner Zeit hat man seine Eltern unterstützt und gearbeitet. Oh nee. Da hörst du es, Roderick. Von jetzt an musst du dein Benzin selbst bezahlen. Und wie soll ich das tun? Such dir endlich einen Job. Also half Mom Roderick, die Stellenanzeigen der Zeitung nach einem Job zu durchsuchen, für den man nichts können oder wissen muss. Schließlich fanden sie eine Anzeige. Hier, gesucht. Wir suchen motivierte Leute für das Team von unserem guten alten Eissalon. Der gute alte Tobias. Toll. Diese Woche hatte Roderick ein Vorstellungsgespräch im Eissalon. Und ob ihr es glaubt oder nicht, er hat den Job.